Deutschlandfunk, Sternzeit. 22. Juni. Die Max-Planck-Gesellschaft und der Weltraum. In diesem Jahr jährt sich die Gründung der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften zum 75. Mal. 6 ihrer Institute widmen sich direkt der Erforschung des Weltalls. Am Max-Planck-Institut für Astronomie auf dem Königstuhl in Heidelberg erforscht man Sterne und Galaxien, baut Instrumente für die Teleskope der Europäischen Südsternwarte in Chile und ist am James-Webb-Weltraumteleskop beteiligt. In Garching gibt es die Institute für Astrophysik und extraterrestrische Physik. Bei der Astrophysik geht es unter anderem um die Simulation der Entwicklung des Universums, die dunkle Materie und Sternexplosionen. Die Extraterrestrik ist berühmt für ihre Arbeit im Bereich der Röntgen- und Gammastrahlenastronomie. Legendär ist der Röntgensatellit ROSAT dieses Instituts. Das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik befindet sich in Golm und Hannover. Es ist weltweit führend bei der Erforschung von Gravitationswellen, kleinen Erschütterungen in Raum und Zeit, die etwa beim Verschmelzen schwarzer Löcher entstehen. Ohne das Göttinger MPI für Sonnensystemforschung wären die Kometensonden Giotto und Rosetta kaum möglich gewesen. Jetzt freut man sich auf die Raumsonde JUICE, die unterwegs zu Jupiter und seinen großen Monden ist. Das größte Forschungsgerät hat das Institut für Radioastronomie in Bonn. Zu ihm gehört das 100 Meter große Radioteleskop in Effelsberg in der Eifel. Die gewaltige Schüssel ist über 50 Jahre alt, aber immer noch hochmodern. Genau wie die Max-Planck-Gesellschaft.